Hallihallo, Hallöle, zurück zu diesem da, da, hier, da, weißt du Bescheid, da, der Dings, die Siedler, Erbe der Könige. Legenden, genau, das mache ich gerade. Nein, ich bin nicht verwirrt. So, wir sind ja jetzt in dieser schönen Burg, in dem Fort Noggersund, Noggerdirein, angekommen. Und jetzt gibt's die Patrouille. Das mächtige Fort Noggersund wird von Barbaren belagert. Die Helden müssen einen Weg finden, wie sie die feindlichen Aktivitäten stoppen können. Das sind mal feindliche Aktivitäten hier. Krasses Bild. Gefällt mir gut. Das große Nordmeer. Der Erzähler ist immer noch im Urlaub. Verdammt. Den Blick in die Ferne gerichtet standen Drake und Yuki mit Hauptmann Victor an der Küste. Irgendwo dort draußen muss die Heimat der Barbaren sein. Ja, und für uns unerreichbar. Mir würde den Barbaren wohl gerne einen Besuch abstatten. Jawohl, mit meinen besten Männern. Ich verstehe eure Absichten. Wir müssen die Heimat der Barbaren finden und den Angriffen Einhalt zu gebieten. Doch momentan scheint es eher so, dass die Barbaren von ganz alleine zu uns kommen. Fort Noggersund ist eine alte, aber starke Festung. Solange sie nicht fällt, haben wir nichts zu befürchten. Ja, ja! Aber die Landbevölkerung in den Barbaren schutzlos an. Ich fange nochmal von vorne an. Aber die Landbevölkerung ist den Barbaren schutzlos ausgeliefert. So wollte ich das sagen. Wir müssen ihr zur Hilfe eilen. Ach, jetzt muss ich auch noch eilen. Was sind die da unten oder was? Ach, jetzt drücke ich schon wieder hier. BASD, das funktioniert doch nicht. Da unten ist ein Eik Leibner. Hier, ja, würde ich euch mal besuchen. Wir haben... Jawohl. Vier böbliche Leibeigene. Da holen wir uns gerade mal noch sechs dabei. Haben wir ein bisschen sechs dabei. Ist auch mal schön. Wenn da mal so ein bisschen sechs dabei ist. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Wo wir hier eventuell mal Wald haben, wo wir die hinschicken können, hier oben. Ist in Ordnung. So, was hat der Kollege zu sagen? Alle tot. Meine Frau, meine Kinder, das ganze Dorf haben sie niedergebrannt. Ich konnte zum Glück über die Rapsfelder entkommen, aber... Glück. Ich wollte, sie hätten mich auch erwischt. Ja, Rapsfelder, die es in sich haben. Der Angriff der Barbaren fand von Nordwesten her statt. Ich erinnere mich, dass sie mit einem Leuchtturm Leuchtsignale gegeben haben. Kurz darauf brach die Hölle los. Findet und zerstöret diesen Leuchtturm. Zerstöret? Zerstöre er den Leuchtturm. Ja, weiter noch? Oder ist das jetzt hier... Es gibt... Der Weg entlang der Klippe ist gefährlich. Ich konnte von den Feldern aus sehen, dass er bewacht wird. Dort halten sie noch ein paar versprengte Milizen versteckt, die euren Kampf sicher gerne unterstützen werden. Könnt sie nicht verfehlen, wenn ihr gleich hinter dem toten Baum rechts dem Pfad folgt. Okay, dann fälschen wir mal den Baum rechts den Pfad. Dafür schätzen wir den, ja? Das wäre fein super. Ja, danke. Ist ein schöner Baum. Ja, ja, ja. Müssen wir uns den jetzt angucken, bis er tot umfällt? Oder was jetzt hier... Schafe. Na gut. Einen weiteren Weg nach Nordwesten gibt es auf dem Deich. Die Barbaren müssen ihn irgendwo durchbrochen haben, denn Teile des Neulands sind seit gestern überflutet.
Der Teich ist gebrochen. Oh nein, die Holländer ersaufen. Aber den Schafen geht's gut, also alles prima. Die wollen sich hier scheinbar einnisten. Aber das ist unser Land. Betreibt die Barbaren, rächt meine Familie. Doch seid auf der Hut von ihren Wachen. Die schlagen Alarm, wenn die euch entdecken. Vielleicht ist es klüger, denen aus dem Weg zu gehen. Es geht auch Krüger. Bam, 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 bam. Ja, haben wir es dann jetzt endlich. Gott sei Dank. Was eine Laberbacke. 1, 2, 3, 4 würde ich da mal sagen. Die Kollegen gehen mir jetzt mal... Hier unten bitte diesen machen und ich habe doch hier irgendwo eine solche gesehen. Jetzt ist das hier. Hier haben wir schon mal Militär vorbereitet. Eine Taverne, die Kenabruch. Eine Schmiede. Ein seltener Quartier. Also da ist schon mal ein bisschen was. Das sind die Schnapsfelder. Wir haben ja nichts hier. Nichts haben wir. Na gut. Da wir ja gleich wieder Materialmangel haben werden. Machen wir mal eben schnell noch diesen. Mit dem größten Vergnügen. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So, die haben hier schon die Technologie. Die Dingst. Fertig! Ein Bergmann nimmt seine Arbeit in einer Mine auf. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Wenn's denn sein muss. Ja, es muss halt sein, dass manche keinen Platz zum Nächtigen haben. So, diesmal wird das alles hier recht schnell gehen, auch so mit der Verteidigung und so. Die Feste ist ja sicher, da müssen wir uns nicht für interessieren. Wir müssen nur gucken, wo hier die besten Buben sind. Die Schlingel. Ich hab getan, was ihr wolltet. Aber gern. Und nochmal ein zweites Haus. Bauernhof hat ja gereicht. Hätte auch irgendwie vorher schon gereicht. Wohin die auch eben gerannt sind. Weiß man nicht. Da hoch. Ah, vielleicht stelle ich hier nochmal einen in die Nähe. Mal schauen. Das erstmal gut soweit. Was macht denn die Bursch? Die ist popelig. Und ich hab kein Geld. Mich zu sein wieder pleite. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Es ist Zahltag. Gut. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Immer noch. Ein Lehmarbeiter beginnt seine Arbeit. Scheiße. Scheiße, verdammt. Natürlich. Diese 20 blöden Talern. So ein Ärger. Bam, 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 bam. Bling, bling, bling. Bling. So, die Lehmproduktion ist schon mal in Gang gebracht. Jetzt werden wir vielleicht irgendwie die Kollegen noch mal ein bisschen losschicken, die Gegend zu erkunden. Aber natürlich, Forschung abgeschlossen. So ein wenig zumindest. Der ist schon wieder fertig hier. Ich bin fertig hier. Das kostet auch alles Geld, ist mir aber egal. Kostet alles Geld, ist mir egal.
Na, hier ist ja noch doch ein bisschen Platz. Sehr schön. Ja, ja. Ja, ja. Mit Vergnügen. Bam, 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 bam. Ja. Hm? Das ist ja interessant. Was mit Vergnügen. Hier? Das ist doch bestimmt irgendwas am Ende. Ein geheimer Schatz oder ein Siedlungsplatz oder Banditen. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Geschafft. Attacke. Mit Vergnügen. Drake. Zahltag. Mit Vergnügen. Aus mir unerklärlichen Gründen habe ich das Gefühl, das macht keinen Sinn. Natürlich. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wenn's denn sein muss. Ah, wir hatten Zahl des Tages. Die Zahl des Tages ist heute. Draconis. Nix mehr da. Kann ich dann jetzt gehen? Ei. Ich bin ja schon da. So, wenn hier kein Lehm mehr liegt, dann... Nichts lieber als muss das. Muss eben Stein sein. So, die werden hier noch ausgebaut. Kein Problem. So, hier machen wir mal ein bisschen mehr. Das hat sich bei der letzten Kampagne sehr bewährt. Das Gebäude ist ausgebaut. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Gerne. Sagt wer? Sagt der. So. Ach, das sind alles nur die Schafe. Mit Vergnügen. Werden. Und das ist der Teich. Gerne. Jawohl. Ungünstig. Ich ziele mit Bedacht. Mit Vergnügen. Aber sicher. Geh ich jetzt wieder heim. Ich bin fertig das hier. Ist kann ruhigbar. Ich jetzt Feierabend machen? Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ich hab doch glatt den Falschen ausgebaut, die Uni ausgebaut, Entschuldigung. Einige Siedler nicht. Haben keinen Platz zum Mächtigen. Das ist auch nicht falsch, aber das war eigentlich doch gar nicht dran. Ich wollte das Haupthaus eigentlich ausgebaut haben. Deine ist noch Lehm. Dann macht ihr jetzt hier mal eine Pause. Stein ist nämlich im Moment noch nicht so wichtig. Na gut. Ja! Macht ihr mal lieber das da. Ach, die Burg haben sie jetzt schon. Okay. Hier fehlt es nur an Häusern, das ist auch nett. Das kriegen wir hin. Ja. Gut, das ist. Den will ich als nächstes machen wegen des Steines. So, jetzt kommen die hier angelaufen. Das ist natürlich äußerst ungünstig. Ich sehe jetzt aufgeschreckt, gerne. Aber. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Wie viel fehlen denn? 2. Aber sicher. Ihr werdet nicht mal ahnen, woher die Kugel kommt. So, schon mal eine Kanone weniger. Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Ausbau folgt. Zack. So, das ist nah genug. Trotzdem kommt jawohl. Die Yuki jetzt mal wieder ein bisschen gerne. Hier hoch. Yep. Das mache ich. Holt das Letzte aus euch heraus. Ausbau folgt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Yuki, ja. Dir geht's nicht so gut. Du lässt das mal bleiben.
schieß Attacke. Jetzt vielleicht auch mal da für auf die Kanone. Erik. Feinde haben einen Held attackiert. Das wäre von großem Vorteil. Die ist nämlich ein bisschen nervig. Mit dem größten Vergnügen. Das mache ich. Aber sicher. Auf sie! So. Kommst du an die dran? Ja, ne? Misch die mal auf da unten. Yuki liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. Ja, das macht nichts. In Ordnung. Drake verließen seine Kräfte. Feinde greifen eure Häuser an. Ja. Schon unterwegs. Für Ruhm und Ehre. Sofort. Gern. Auf in den Kampf. So, haut erst mal hier die weg, die mir gehen, meine Häuser gehen. Jawohl. Für Ruhm und Ehre. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Wirken da nicht, ne? Macht sie nieder! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. So. Jawohl! Es beginnt zu regnen. Okay. Gut, haben wir das ja gut hingekriegt hier noch. Ja, Herr. Sammelt euch mal hier wieder. Du machst mir jetzt endlich mal diesen da. Entschuldigt die kleine Ablenkung. Ja. So, alles gut. Kriegen wir den ausgebaut? Jawoll. Ja, die schaffen ja jetzt auch hier hinten gerade wieder ordentlich Lehm weg. Sehr gut, sehr gut. Läuft. Klopp, klopp. Drake. Ein Arbeiter ist in großer Gefahr. Och, wird erledigt. Aber gern. Nichts lieber als das. Es ist soweit. Ihr aufhören. Könnt euer Haupthaus ausbauen. Ein Sägewerker beginnt mit der Arbeit. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ausbau abgeschlossen. Gut, dann schicke ich die wieder Steinhacken. Jupp! Wenn die da oben so. Forschung abgeschlossen. So genervt werden. Ja, ich habe genug Verluste gemacht. Das habe ich mir aber schon fast gedacht, dass das passieren wird. Hier unten ist eh schon Ende, okay. Schade, ich glaube, eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, aber nein. So. Sicher das. Hier brauchst du nochmal ein Haus. Okay. Forschung abgeschlossen hier. Die mir jetzt gleich, wenn die da oben fertig sind. Das sind sie gleich. Fertig. Jawohl. Wenn's denn sein muss. Prima. Und dann sind wir auch gleich schon so weit, dass wir den hier auf den Sock geben. Kann die Schießanlage ausbauen. Ist ja cool. Da mache ich das doch auch. Laufen die eigentlich immer da oben lang? Ach, die laufen hier raus und da rum. Ach so, ja dann. Dann verstehe ich das natürlich.
Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Und braucht garantiert noch. Ja, boah, all eure doch. Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Das Gebäude ist ausgebaut.